Hallo liebe Freunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni und es geht weiter mit dem FC Hansa Rostock. Ja, gestern wollte ich noch nachreichen, WM-Tag, Viertelfinals, Deutschland hat ja 1:0 gewonnen gegen Frankreich, war ein tolles Spiel und abends war dann noch Brasilien gegen Kolumbien, wo ich allerdings sagen muss, das war ein völlig zerfahrenes Spiel von den Kolumbianern, die haben sich diese Hektik aufdrücken lassen, die von den Zuschauern natürlich auch ausging. Schade natürlich auch, dass Neymar, so wie ich heute erfahren habe, sich so schwer verletzt hat. Aber dazu dann wieder mehr im WM-Talk mit Bergi und Mo. Wir werden dann am Sonntag werden wir wieder aufnehmen, wenn dann alle Viertelfinals durch sind. Und da wollte ich euch jetzt schon mal darauf hinweisen, doch mal reinzuschauen, Kommentare zu hinterlassen, sodass wir da ein bisschen interagieren können. Okay. Nun kommen wir aber hier zur Meisterprognose. Also ihr seht hier, abschließend würden wir nach dieser Prognose, die hier gegeben ist, würden wir gegen Hannover 1:0 verlieren. Am 33. Spieltag gegen Wolfsburg würden wir ein Unentschieden erreichen. Und am letzten Spieltag gegen Greuther Fürth auch, sodass wir dann hier auf dem dritten Tabellenplatz, und das wäre ein Riesenerfolg, und Bayern München würde hier nach dieser Prognose den Titel verteidigen. Wollen wir noch mal schauen, ob das so passieren wird. Denn das ist ja nur eine Prognose. So, hier sehen wir AWD Arena. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt kein Ton hier kommt oder so. Sonst kommt ja normalerweise immer Musik. Oder vielleicht ist jetzt hier einfach nichts. Schauen wir mal. Kann auch sein, dass ich den Ton leise gestellt habe. 32. Spieltag. Na, kann ich ein bisschen quatschen halt. 32. Spieltag. Wir sehen Wolfsburg gegen Leverkusen, die ja auch noch mit in den Titel eingreifen und das Titelrennen und das Titelrennen langsam, Smiloni, slowly. Und dann haben wir hier Bayern München gegen Hertha, da ist der Zweite gegen den Zwölften. Die Bayern wollen natürlich an uns vorbeiziehen und Schalke hat auch noch nicht ganz aufgegeben gegen Freiburg. So, jetzt haben wir natürlich ein großes Problem. Wir haben, ja, ich sehe es hier auch, hier habe ich leise gestellt. Okay, deswegen konnte natürlich keine Mucke kommen. Nick Schulz hat sich jetzt auch noch verletzt. Was ist denn jetzt bitteschön los hier? Was ist denn jetzt bitteschön los? Eine Leistenzerrung? Na gut, das wird jetzt nicht allzu lange dauern, aber er fehlt uns. Das ist das Problem. Jetzt ist halt die Frage. Dann nehme ich vielleicht den Podi mit. Ja, das machen wir auch. Ich will mal gerade gucken, wenn man jetzt hier drauf geht. Und dann so. Benno Schmitz könnte noch im defensiven Mittelfeldbereich spielen. Botegin könnte das noch. Also da haben wir noch ein paar Optionen. Okay. Oh, Entschuldigung, jetzt räusper ich hier voll ins Mikrofon. Ich hoffe, es ist jetzt keiner tot umgefallen da draußen. Ja, dadurch, dass der gute Fadi noch nicht richtig fit ist, nehme ich jetzt doch lieber den Clem mit. Und mit Resigé werden wir starten. Ich wollte auch nochmal schauen, wie die zweite Mannschaft steht. Ich glaube, die stecken mitten im Abstiegskampf. Aber sie haben es geschafft. 34 Spieltage sind rum. Mit einem Punkt vor Lübeck haben wir es geschafft, mit der zweiten Mannschaft drinnen zu bleiben. Das ist schon mal sehr wichtig für die laufende Saison. Nicht für die laufende, für die nächste Saison. Da werde ich jetzt auch demnächst an die Kaderplanung rangehen und da werde ich mir einiges natürlich anschauen. Das Finanzielle muss ich mir anschauen, wie wir dastehen werden. Und im Moment stehen wir an der Sonne. Ja, 2 Punkte Vorsprung vor Bayern München und das wollen wir heute im Spiel gegen Hannover natürlich auch wahren. Das heißt, ich würde gerne den Abstand vielleicht sogar noch ein bisschen vergrößern. Und wir haben jetzt die Schlappe gegen Florenz abgehakt. Das ist jetzt durch. Und dann schauen wir mal hier rein gegen Hannover. Sobiech vorne im Sturm. Dann haben wir hier mit Prip, haben wir einen gefährlichen Mann, was Standards betrifft, also Freistöße und so. Da müssen wir aufpassen, dass wir das so ein bisschen vermeiden. Hier außen haben wir Bietenkurt, einen starken Mann. Und auf den gilt es auch ein Auge zu haben. Kruse. Eins bei Gladbach, jetzt hier bei Hannover. Was mich wundert, ist, dass hier linkes Mittelfeld spielt. Das ist ja eigentlich vom Typus her ein Flügelstürmer, würde ich sagen. Und dann hier sind sie anfällig. Ne? Also da ist unsere Chance bis auf Marcello. Der scheint nochmal ein richtig starker zu sein.
Brasilianer, aber kein Nationalspieler. Also dazu hat es noch nicht gereicht bei ihm. Aber da können wir eventuell mit unserem Sturm, auch wenn wir jetzt Chiro nicht mit dabei haben, können wir vielleicht was anrichten. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, Marvin Kurt hat jetzt aufsteigende Tendenz gehabt und ich sage ihm jetzt mal, du trainierst sensationell. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir Marvin Kurt wieder hinten dran stellen und den Marc Reimann reinnehmen, der jetzt auch einen leichten Formanstieg wieder zu verzeichnen hat. Ihn muss ich jetzt auch mal wieder ein bisschen loben. Ja, ist ja gleich glücklich, das hat sich gleich positiv ausgewirkt. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt mal schaue, er ist 1,87 groß, 77 Kilo schwer. Für einen Torwart eigentlich schon eine gute Größe und er ist hier 1,85. Also ich denke mir mal, ich entscheide mich jetzt wieder für Marc Reimann. Der kommt wieder rein. Und jetzt stellt sich noch für mich die Frage, was mache ich mit Knipping? Auch er hat wieder eine leichte ansteigende Form. Aber Ballasch ist im Moment auch mit einer 11 und auch hier geht es für ihn aufwärts. Ballasch, gucken wir uns mal an. Er ist ein Hühne von Verteidiger. 1,94 groß. Also da ist die Lufthoheit schon mal gegeben. Knipping ist dann doch ein bisschen kleiner. Da haben wir jetzt 1,83, 74 Kilo. Also es könnte sein, dass hier so eine kleine Wachablösung kommt. Also dass vielleicht jetzt doch Ballasch von der Entwicklung mehr Potenzial hat wie der gute Knipping. Das könnte sein. Ärgern tut mich das Marcos noch nicht so richtig. Aber gut, das kann jetzt auch geschuldet sein durch die letzten Spiele. Haben einige Spieler dann noch ein bisschen was verloren. Ja, und da würde ich sagen, Freunde, Mats ab, geh mal ins Spiel und schauen, was danach passiert, ne? So Freunde, jetzt geht's gegen Hannover und ich bin sehr gespannt, wie wir das Spiel hier annehmen werden, vor allem nach der Schlappe gegen Florenz. Aber hört ihr mal die Stimmung hier, hier ist richtig was am Start. Und Jennecke marschiert außen vorbei und in der Mitte ist unser guter Trissier gewesen, aber der konnte den Ball nicht richtig drücken. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Mannschaft heute auf Wiedergutmachung aus ist und da ist David Trissier. Oh, das läuft hier gut in den ersten Minuten. Also Hannover schon mal wüst unter Druck. Aber jetzt der erste Angriff über rechts. In den Lauf von Dobiech reingespielt. Aber da steht Klingenburg gut. Und Lennart legt hier nochmal den Ball zurück. Also gutes Kombinationsspiel meiner Mannschaft in den ersten Minuten. Das ist schon eines Meisters würdig, oder? Was meint ihr? Und da marschiert Aftejai und wollte den Ball auf Trissier ablegen. Also der Druck auf Hannover hier riesengroß. David Trezeguet zieht ab, also hier, oh, was ist hier los? Was ist hier los? Also die hannoverische Hintermannschaft ist völlig aus dem Häuschen hier, weil der Druck ist immens, wie meine Mannschaft hier startet, also Hut ab. Hut ab. Und das nach Florenz, also das muss man erstmal auf den Platz legen in den ersten Minuten. Aber am Ende ist es brotlose Kunst, wenn du es nicht in Tore ummünzt und Lennart und Dings sind hier sich nicht einig. Jennecke kreuzt sich hier ihre Wege. Also das hätte man ein bisschen besser lösen müssen. Aber man sieht diesen Willen meiner Mannschaft. Das ist unglaublich. Unglaublich, was die hier in den ersten 20 Minuten, die jetzt bald vorbei sind, was die hier auf den Platz legen. Also mein lieber Mann, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist schon sehr meisterlich, was hier meine Mannschaft auf den Platz legt. Man spürt, die Mannschaft will jetzt diesen Titel. So eine Chance kriegst du vielleicht einmal in deinem Leben. Mehrmals nicht. Zumindest nicht, wenn du Trainer von Rostock bist. Wenn du Trainer von Bayern bist, ist das was anderes. Aber wenn du Trainer von Rostock bist,
weißt du nicht, wie oft du solche Chancen bekommen wirst. Und da ist wieder Marc Reimann, der ja ins Tor zurückgekommen ist. Und wieder Jennecke. Aber die Zuschauer hier von Hannover unterstützen ihr Team. Die werden sich natürlich das die ganze Zeit nicht angucken. Und da ist die Chance da. Boah. Da hätten wir 1-0 schon in Rückstand geraten können. Das war eine gute Chance. Aber nochmal Glück gehabt. Und Marc Reimann beim Abschluss. Der hoffentlich auch seine kleine Krise jetzt überwunden hat. Marvin Kurt darf nicht traurig sein, weil er hat toll gespielt. Also es hat jetzt nicht daran gelegen, aber Marc Reimann ist mein Stammtorwart in dieser Saison. Marvin Kurt wollte ich auch mal Gelegenheit geben zu spielen und das hat er toll gemacht. Da weiß ich, da habe ich einen Mann auf der Position 2 hinter Reimann, der auf jeden Fall, auf den ich mich verlassen kann. Und das ist sehr wichtig. Es könnte ja auch mal Reimann, was man ihm natürlich nicht wünscht, aber er könnte sich auch mal verletzen. Beste Beispiel haben wir jetzt mit Ciro gesehen, wie schnell das gehen kann. Ne? So, jetzt ist es so ein bisschen ausgeglichener geworden, das Spiel. Also jetzt in der 35. Minute hat Hannover sich ein wenig gefangen, aber ich spreche es gerade aus und schon legt meine Mannschaft wieder wie der Teufel los. David Trezeguet, ja, da fehlt es ihm dann doch an der Grundgeschwindigkeit. Und Lennart Botegin. Klingenburg in die Spitze rein und da ist Trezeguet, aber das ist abseits. Schade, 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 schade. Schade auch, dass wir das bis jetzt, das gute Spiel, noch nicht in Tore ummünzen konnten. Aufpassen, Trubiech. Abwehr steht gut. Und da ist David Trezeguet. Und hier sieht man es, dass es ihm doch an Schnelligkeit fehlt. Er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Und wird ja nach der Saison in unseren Stab wechseln, wo wir sehr froh drüber sind, dass wir ihn noch so lange hier in Rostock haben spielen sehen. Und diese Saison kam er ja aufgrund von Verletzungen und so dann doch noch sehr oft zum Einsatz, sodass er hier einen würdigen Abschied aus dem aktiven Sport bekommt von uns. Und was ist jetzt hier los? Das gibt Ecke? Nee. Ballbesitz 60% und wir konnten es noch nicht in Tore ummünzen. Okay, aber eine erste gute Halbzeit haben wir gesehen. Und das macht Mut für die zweite Hälfte und ändern muss ich hier nichts. Prima, die Defensive überzeugt. Aber wir werden jetzt auch nochmal den Einsatz nochmal erhöhen an der Stelle. Und ich werde die Abwehr noch ein bisschen höher stellen, weil ich will Hannover noch mehr unter Druck setzen. Und wir werden aber ein kleines bisschen später angreifen, hinter der Mittellinie direkt. Und wir haben ja noch einige auf der Bank sitzen, die hier auch noch positiv eingreifen können, die noch frisch sind, wie ein Gianluca zum Beispiel. Und Lennart. Benno Schmitz, jetzt hat er mal Platz. Spielt direkt auf Trezeguet und Trezeguet setzt sich durch. Und schöner Schuss hier von Trezeguet. Aber auch genauso gut hält der Torwart den Ball fest. Also Wahnsinn. Und nochmal Trezeguet. Also Trapp mit zwei super Paraden hält er hier Hannover weiter im Rennen. Aber auch jetzt schon wieder zu erkennen, die zweite Hälfte beginnt stark von meiner Mannschaft. Aftecay hier ein riesen Laufpensum, was er heute an den Tag legt. Und da gibt es eine Karte, gelb, für. Ich denke, das ist Prip. Ich sehe es aber leider nicht. Ja, genau so ist es. Jetzt sehe ich es. Zuschauer sind hier erbost, aber das muss man pfeifen. Und da ist Trezeguet. Holt sich jetzt viele Bälle von hinten.
Marcos. Und das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. An den Pfosten. An den Außenpfosten auch noch. Meine Güte. Wir kriegen das Ding einfach nicht rein. Und Hannover kommt jetzt. Über Bietenkurt. Und da steht natürlich der Hühne hinten drinne. Und Benno Schmitz versucht hier Lennart steil zu schicken. Das geht schief. Und jetzt aufpassen, nur keinen Elfmeter verursachen oder sowas ähnliches. So wie ich. So wie ich. Oh, oh, und da ist Reimann. So, ich glaube, an der Stelle ist es Zeit, jetzt frische Kräfte ins Spiel zu werfen. Und da hole ich mir Gianluca rein. Für David Trezeguet, der ist nochmal richtig jung und frisch. Und für Ballasch hinten würde ich mir jetzt gerne... Soll ich den Purdi oder soll ich den Knipping reinbringen? Ich bringe mal Purdi rein. Der hat lange nicht mehr gespielt. Der soll auch mal eine Chance kriegen. Jetzt beginnt die entscheidende Phase dieses Spiels. Wir haben viele Chancen gehabt, aber nichts genutzt. Und ich hoffe, dass wir das Spiel noch drehen können. Marcos. Jennecke. Aber wir sehen, Hannover hält dagegen. Die haben sich auch noch nicht geschlagen gegeben. Jennecke. Fehlpass. So, jetzt dürften wohl die Einwechslungen kommen. Jawohl. Aber auch Hannover wechselt aus. Und da ist Purdi. Bin mal gespannt, wie er die Chance heute nutzt. Und da sehen wir die Schuhe von Gianluca Starr. Und der hat ja schon mittlerweile... ja, wie soll man das nennen? Also er hat schon einen Namen in der Bundesliga. Er hat einige Spiele überraschen können und hat auch das eine oder andere entscheidende Tor schon geschossen. So, das ist abseits. Schön gespielt hier und da kommt Gianluca Starr an den Ball. Oh, 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 oh. Weiß nicht, ob das ganz astrein war. Würde ich gerne noch mal in der Zeit... Und da muss Marc Reimann den Neuer machen. Der Libero Marc Reimann. Wir müssen aufpassen. Hannover kommt. Hannover kommt. Gut, dass Marcos hinten schnell ist. Läuft den Ball ab. Purdi macht das gut. Klingenburg... Ich bringe nochmal einen frischen Mann rein und zwar nehme ich jetzt den guten Jennecke raus und bringe dafür Klem, dass wir da auch nochmal einen frischen Mann reinkriegen. Hannover bringt Bento, sehe ich gerade. Und hier sehen wir Klem für Jennecke. Noch 2 Minuten, dann hätten wir einen Punkt hier mitgenommen. Und das ist abseits. Jawohl. So Leute, werft nochmal alles nach vorne. Aber Hannover kommt nochmal zum Schluss. 3 Minuten werden nachgespielt, zeigt das Assistententeam an. Und auch hier wieder abseits, unser Abwehrbollwerk steht. Auch jetzt mit Purdi. Aber Hannover lässt nichts mehr zu. Schön taktisches Foul hier von Schmitz. Und da ist das Ding zu Ende. 0 zu 0. Trotzdem haben wir ein gutes Spiel gesehen, finde ich. Und ob es jetzt weiter zur Tabellenführung reicht, muss man abwarten. Wir schauen gleich in den Nachbericht. Bis gleich. So, und da sind wir beim Nachbericht. Bester Spieler war diesmal Ronny Marcos bei uns. Marc Reimann meldet sich mit einer ordentlichen Partie zurück. Bodegin hat noch eine gute Partie. Ballasch jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft habe, aber naja. Aftejai hat so eine kleine Durchstrecke zu durchstehen. Und Tai und Trezeguet nicht so dolle. Wir haben heute nach vorne viel gearbeitet und
ein bisschen experimentiert. Uns fehlt aber ein bisschen das Glück. Und der letzte genaue Pass. Wir hatten Kontermöglichkeiten, die müssen wir besser nutzen. Man muss aber sehen, dass wir auswärts gespielt haben und da muss man auch damit zufrieden sein, hinten 0 zu spielen. So, sorry, dass ich mal ganz kurz weg war. Jetzt bin ich wieder hier. Spieltagsstatistik. Mal gucken, ob da einer von uns drin ist. Nein. Ja, und hier sehen wir halt, haben wir immer noch Nachholbedarf, was Stürmer betrifft. Und jetzt will ich mal gucken. Ich hatte ja freigegeben, dass ich mit Evers da nochmal verhandeln wollte. Da nochmal danke für eure Kommentare. Ihr habt mir geschrieben zum Teil, es waren ja nicht so viele Kommentare, aber was ich mir merken konnte war, ich soll ihn behalten. Aber ich habe dann auch geantwortet darauf, ich muss mir so ein bisschen Gedanken machen, wie es weitergeht mit uns und was nächstes Jahr sein wird. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie wir in der Tabelle stehen, ne? Das gucken wir jetzt mal. Ah! Gleichstand mit Bayern München. Also, wir biegen auf die Zielgerade ein. Wir haben noch 6 Punkte, die zu vergeben sind. Und zwar können wir jetzt heute sagen, wenn wir jetzt mal die 6 Punkte hier schon mit einrechnen würden, also international spielen wir auf jeden Fall, also Europa Liga ist definitiv sicher. Wir müssen sogar sagen, Champions League ist sicher. Ab heute ist Champions League sicher, weil Schalke hat 62 Punkte. Und wenn wir da jetzt 6 Punkte draufrechnen, die können uns noch überholen. Aber bis 58, ja, das haut nicht hin. Also wir sind international vertreten auf jeden Fall. Und wir sind auch auf jeden Fall in der Qualifikation der Champions League. Also das ist ein Riesenerfolg für uns. Und Werder Bremen unten kämpft noch. Und Hannover hat natürlich durch dieses Unentschieden einen wichtigen Punkt eingefahren. Da würde ich schon fast sagen, die sind gerettet. Wenn die jetzt noch im nächsten Spiel gewinnen würden, dann sind sie durch, dann haben sie es geschafft. Dann muss Werder Bremen sich mit Leipzig hier noch rumprügeln um den Relegationsplatz. Und Greuther Fürth, die sind ja eh schon weg. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Gut. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, schönen Samstag. Heute ja wieder die nächsten Viertelfinals. Da freue ich mich schon auf das Holland-Spiel. Und ja, und dann werde ich das Ding euch nachher hochladen und dann habt viel Spaß damit. Also in diesem Sinne, euer Smiloni.